Oliver Böhm ist Paintball-Fotograf. Die Fotografie bedeutet mir sehr viel. Ich fotografiere seit ca. 3 Jahren und es macht mir immer noch genauso Spaß wie am ersten Tag. Aber es ist wirklich jedes Mal wieder echt abgefahren, was man hier für Moves sehen kann, was man für Dinge, für Spielzüge sehen kann. Natürlich, wenn ich halt sehe, dass sich eine Person oder dass sich ein Spieler gerade an der Deckung halt ungefähr ein bisschen fertig macht, um sein Gegenüber zu bunkern, dann warte ich natürlich auf die Szene. Ich warte darauf, dass er jetzt die Kanone hochreißt, in die Knie jumpt und dann seine Moves vollzieht. Dann warte ich natürlich mit der Kamera und versuche genau diesen Moment halt festzuhalten. Die Atmosphäre wiederum, beziehungsweise was den Sport ausmacht, das sind die Leute, die ihn spielen. Die Menschen, die aus sämtlichen Ländern dieser Erde kommen und den Sport verfolgen, sei es jetzt hier auf der großen Millennium Series oder auf CPS-Events oder in der deutschen Paintball-Liga selbst, das ist einfach, was den Sport ausmacht. Die Leute, die den Sport mögen, die ihn mit Spaß und Freude ausführen, auf dem Feld stehen und die 10 Seconds spüren dürfen und danach merken, wie das Adrenalin in die Beine, in die Arme, in den Kopf, in die Füße strömt. Und dann einfach nur richtig coole Minuten auf dem Feld haben und wirklich halt Sport haben. Und das ist das, was Paintball ausmacht. Und ich bin wirklich froh, ein Teil davon sein zu dürfen. Ich konnte schon so unglaublich viele Menschen kennenlernen, über den Paintball natürlich, aus sämtlichen Ländern. Und das würde ich überhaupt nicht missen wollen. Und ich denke, das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben und weitergehen. Und darauf freue ich mich eigentlich. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in die Fotografie von Oliver Böhm gefallen. Falls ihr mehr sehen wollt, schaut doch mal auf seiner Facebook-Seite vorbei.